Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. So, heute steht eine kleine Rückblende an oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, ich erzähle euch heute in diesem Video, wie es zu meinem Bahnhofsmodul gekommen ist, welche Arbeitsschritte ich dafür gemacht habe. Und ja, das werde ich euch in diesem Video zeigen. Denn es gibt ein Problem. Ich habe später angefangen mit YouTube und die Anlage existierte ja schon. Aber ich habe ein paar Bilder gemacht und die werde ich jetzt gleich einblenden in Form einer Diashow. Und natürlich werde ich dazu etwas sagen. Und ich denke, da wird für jeden oder für viele, die dieses Video schauen, werden da hilfreiche Tipps oder auch Anregungen dabei sein, wie sie ihre Modellbahn gestalten möchten. Ja, genau. Wahrscheinlich wird dieses Video in zwei Teile, also wird dieses Video aus zwei Teilen bestehen. Und ja, jetzt seht ihr den ersten Teil. So, wir sehen hier im ersten Bild einmal meinen Rahmen, den ich gebaut habe, auf dem dieses Bahnhofsmodul entstehen soll. Da sieht man einmal die Gleise, die Smerk, den C-Gleis, was ich schon aufgelegt habe. Dann gehen wir zum nächsten Bild. Hier sieht man nochmal das Bahnhofsmodul verbunden mit dem anderen, kleineren Modul. Und ja, schon mit ein paar Wagen und so, wo man schon mal ausprobieren konnte. Ja, dann war jetzt wieder das nächste Problem. Ich musste irgendwie diese Höhe anpassen. Und das habe ich zu spät gemerkt. Aber ich habe mit einer Stichsäge einfach einen Teil rausgeschnitten und ein bisschen tiefer wieder gesetzt mit Winkeln. Und das habe ich dann wieder mit Styrodur aufgefüllt und dann mit übergegipst. Und dann sieht das jetzt so aus. Ich habe noch braune Farbe drüber und da sieht man auch schon gar nichts mehr von den Übergängen. Ja, genau. Und das andere Modul, dieses kleinere, da habe ich leider keine Bilder zu. Da habe ich zu spät angefangen, da habe ich erst rumexperimentiert. Aber ich kann kurz erklären, wie ich das gemacht habe. Der Sandweg, der besteht einfach aus Quarzsand, das ist feinerer Sand mit ein bisschen Grün oben drauf. Das ist einfach ganz normales Streugras, was man auch kaufen kann im Laden oder im Internet, im Modellbahnshop oder im Internet. Ja, und der Bahndamm, der ist einfach entstanden aus Styrodur, was ich zurecht geschnitten habe. Und darauf kam dann einfach ein bisschen Gips und dieses Streugras wieder. Und ja, die Bepflanzung im Allgemeinen mache ich das jetzt im Moment so, dass ich da drei oder vier verschiedene Grassorten nehme. Mit dem kürzesten Gras anfange oder mit dem hellsten Gras und dem kürzesten Gras mich dann hocharbeite bis zum dunkelsten und längsten Gras. Ich finde, so sieht das recht realistisch aus und dann kommen da auch so verschiedene Grüntöne und Kontraste mit rein. Und dazu kann man dann vielleicht noch ein bisschen Islandmoos nehmen und ein bisschen ja, Islandmoos oder ein bisschen andere. Weiß ich nicht, was auch immer es da gibt, mit denen man das dann verschönern kann. Weiß nicht, Blumen oder weiß ihr was auch immer. Ja, genau, hier sieht man das nächste Bild nochmal. Ja, die Bildqualität ist nicht die beste, das tut mir auch leid. Ich hatte da keine so gute Kamera zu dem Zeitpunkt und musste das dann habe das einfach mit meiner Handykamera gemacht. Und ja, sieht man halt der Qualität dann doch schon an. Aber gut, dann musste ich das Gleis ein bisschen anheben, damit ich auf die Höhe des Bahndamms komme. Und ja, das habe ich auch mit Styrodur und mit Gips gemacht. Ja, und da unten, da wo jetzt das Weiße noch zu sehen ist unten rechts, da habe ich ein bisschen mit Styrodur gearbeitet, um da so ein paar Erhebungen reinzubekommen, dass das nicht alles so gleichmäßig und flach aussieht. Ja, im nächsten Bild, ja, das ist nochmal das Ähnliche. Ja, hier muss ich jetzt auch auf der anderen Seite noch den Hang anpassen, sodass es dann auch hier der Übergang flüssig ist. So, hier sieht man die Baureihe 24 und mit ein paar Umbauwagen. Ja, da sieht man jetzt auch schon, der Wendeplatz ist fertig und der Lokschuppen steht auch, in dem dann ja, eine Lok untergestellt werden kann. Das ist ein einständiger Lokschuppen. Und im Hintergrund ganz hinten das Stellwerk. Die Gebäude sind noch nicht gealtert, das wird sich dann alles aber noch später, habe ich das dann alles noch gemacht. Das sieht man jetzt halt noch nicht in diesen Aufnahmen. Hinten im Hintergrund sieht man auch, da ist noch nicht so viel geschehen, das geht jetzt im Moment nur bis hierhin. Bis hierhin habe ich gearbeitet. Und die Platte ist aber schon vollständig braun, also habe ich schon vollständig eingefärbt. Das ist auch wichtig, denn sonst sieht das komisch aus, wenn man einfach sofort über dieses helle Gras streut, dann scheint das hell durch und das sieht, finde ich, sehr
das sieht nicht so schön aus. Und dann nächstes Bild. Hier sieht man das nochmal ähnlich, aber ein bisschen näher. Und dann habe ich mir einen Kohlekran gekauft zur Kohleverladung. Und der ist jetzt auch noch nicht gealtert. Der Boden, da habe ich einfach echt Kohle genommen und die zerkleinert und dann einfach dahin gestreut mit ein bisschen Sand kombiniert. Und dann hat sich so ein Muster ergeben und ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Da habe ich ein paar größere Kohlestückchen noch mit Weißleim befestigt und die dann auch noch da hinzugefügt und befestigt, genau. Ja, hier habe ich jetzt mir noch überlegt, da wir in der Epoche 3 bis 4 sind, gibt es ja auch schon diese Loks. Zwar noch keine E-Loks auf so einer Nebenbahn, aber Diesel-Loks. Und deswegen habe ich mir überlegt, warum mache ich nicht auch noch eine Diesel-Lok-Tankstelle. Und deshalb habe ich mir so eine gekauft von Busch. Die war ziemlich teuer und ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis hat da nicht gestimmt. Aber gut, das lässt sich dann über streiten. Und ja, da sieht man jetzt noch halt eine sehr, der Übergang zwischen der Kohle und der Tankstelle. Der ist noch nicht wirklich gelungen, da habe ich dann aber später noch, den habe ich dann später noch korrigiert. Das musste ich halt nur so machen, habe das mit Klebeband abgeklebt, damit das nicht alles dreckig wird auf dem schönen Grau da. Ja, genau. Hier sieht man jetzt nochmal etwas unscharf, aber gut. Hier die Dieseltankstelle, der Übergang ist hinten jetzt behoben. Und ja, ich habe noch ein kleines Männchen hinzugefügt. Gealtert ist immer noch nichts, das wird aber alles später noch kommen. Ja, nun kommt der Landhandel. Das ist ja so ein kleiner Laden mit Güterrampe, wo man dann Holz oder weiß ich nicht, was auch immer dann verladen kann auf die Züge oder auf den LKW. Und dazu habe ich Styrodur genommen und das angehoben. Das sind 6 mm und dadurch kommt man genau auf das Niveau von dem C-Gleis, wodurch sich dann ermöglicht, dass man genau auf einer Ebene ist. Und die Straße, das ist einfach eine gekaufte Straße von noch oder so, weiß ich auch nicht genau, wo die herkommt. Ja, und hier sieht man noch einmal das Ganze von oben betrachtet, nochmal alles, was ich gebaut habe. Und der Landhandel ist jetzt zu diesem Zeitpunkt hier fast fertig, fehlen noch ein paar Zäune, aber ich habe soweit hier den Boden schon fertig mit Sand bestreut und festgeleimt. Und mit ein paar kleineren Büschchen oder Pflänzchen nochmal etwas aufgelockert, sodass nicht alles gleichfarbig aussieht. Ja, da sieht man noch einmal den Bahnsteig. Das Problem war, dass der Bahnsteig, der da mitgeliefert war, das war ja kein richtiger Bahnsteig. Das war einfach nur eine kleine Verladerampe für LKWs oder so. Aber da ich da einen Bahnsteig da haben wollte, habe ich mir einfach selber einen gebastelt und der ist einfach entstanden aus einem 6 mm Styrodurplatte und einer 3 mm Styrodurplatte. Habe ich im Malergeschäft gekriegt und die habe ich dann einfach zusammengeklebt, ein kleines Muster reingeritzt und so ist dann halt eben dieser kleine Bahnsteig entstanden. Ja, genau, hier nochmal, die Zäune sind jetzt fest und ja, ein bisschen dekoriert ist auch schon mit Männchen oder und Autos und dem Holz. Genau, und hier sieht man jetzt auch da, ich habe mir erst überlegt, dass ich das einfach so lasse mit dem C-Gleis, aber das hat mir dann doch nicht gefallen und deshalb habe ich einfach diese 6 mm Styrodurplatte da zwischen das Gleis gelegt, zurechtgeschnitten und dann einfach mit diesem Schotter überstreut. Und so ist dann auf das Niveau vom C-Gleis gekommen, dieser Schotter. Und das, finde ich, sieht besser aus, als wenn das so dass die Gleise so hoch mit dem etwas zu schrägen Schotterbett, mit dem Plastikschotterbett, das fand ich nicht so schön. Ja, und hier sieht man noch einmal ein Foto von oben, wo jetzt das Stellwerk schon fertig geschottert ist. Und ja, das wäre jetzt so der erste Teil. Und jetzt mache ich erstmal Schluss, sonst wird das Video zu lang. Dann würde ich sagen, zum nächsten Teil. Tschüss.